Christoph Hämlein, drei Niederlagen in Folge. Sie sagten eben, das hätten Sie hier noch nicht erlebt bei Arminia. Macht Ihnen das Sorgen, wie die Entwicklung der letzten Wochen ist? Nee, überhaupt nicht. Es soll uns alle Achtung heißen, sagt man bei uns. Ja, wir haben Fehler gemacht oder wir haben gewisse Dinge falsch gemacht die letzten drei Spiele. Deshalb haben wir wahrscheinlich verloren. Aber nichtsdestotrotz kein Grund zur Panik. Ich glaube, wenn wir die Situation vor Wochen gehabt hätten oder gesagt hätten, die ist so, wie sie heute ist, dann hätten wir das alle unterschrieben. Von daher einfach das besser machen, was uns gesagt wird vom Trainer. Und dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, am Sonntag als Sieger vom Platz zu gehen. Was können Sie denn den Fans versprechen, was am Sonntag besser läuft und wie es funktionieren kann? Ja, ich hoffe, dass wir die individuellen Fehler abstellen. Und was ich versprechen kann, glaube ich, dass wir mit allem, was wir haben, da hinfahren, die Zweikämpfe angehen, so wie uns von uns kennt, ja, jeder 100% gibt. Und dann glaube ich, dass wir genug Qualität haben im Kader, um da als Sieger auf den Platz zu gehen. Ist es vielleicht für die Mannschaft sogar jetzt ein bisschen beruhigend? Es haben einige schon von Aufstieg gesprochen und dass man jetzt da oben ja dran wäre, eins der Top-Teams der Liga ist. Jetzt hat man 17 Punkte, die Mannschaft hat immer betont, 40 bräuchte man, 23 fehlen jetzt noch, dass man jetzt eben da wieder angekommen ist, wo man sich eigentlich auch erwartet hat. Ja, also ich bitte nicht falsch verstehen, aber bei uns in der Mannschaft hat keiner vom Ausstieg gesprochen. Ich weiß nicht, wer oder wie das zustande kommt. Für uns ging es von Anfang an darum, 40 Punkte zu holen. Das habe ich eben schon gesagt. Ich glaube, wenn man so ein Jahr hatte wie wir letztes Jahr, dann müssen es 40 Punkte sein und alles, was dann weiter wird, dann kann man sich über mehr unterhalten. Aber so wie Sie gerade gesagt haben, jetzt haben wir noch 23, die fehlen zu den 40. Ja, und da müssen wir jetzt Woche für Woche hart dran arbeiten, dass wir dem Ziel. Nächstes Step muss die 20 Punkte sein, dass wir diesem Ziel dann näher kommen. Jetzt soll in Aue die Wende gelingen mit dem ersten Sieg nach drei Niederlagen, vielleicht auch mit dem Tor von Christoph Hämlein, dem ersten Saisontor. Ja, ich hoffe. Ich habe eben auch schon gesagt, wenn wir gewinnen und ich keins mache, ist mir das egal. Aber ich hoffe, dass bei mir persönlich auch der Knoten platzt, weil ja, seitdem ich hier bin, 12 Spiele ohne eigenen Scorerpunkt hatte ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, wer hart arbeitet, wird eines Tages belohnt. Alles klar, vielen Dank. Danke.